Planetark, um den Rebellen einen Besuch abzustatten. Jetzt verstehe ich, warum ihr so viel Bacta benötigt. Keine Sorge, Utana, wir geben euch Deckung. An die Feuerleitzentrale hoch. Feuer! Grün 2, ausbrechen und in Angriffsposition gehen. Er macht seine Runde. Ich bin an ihm dran. Ich kann ihn nicht angesehen. Danke, Grün 1. Das war ein bisschen riskant. Trotzdem danke für die Hilfe. Kein Problem, Botana. Oh, wir haben das Ganze anscheinend auch nicht unbeschadet überstanden. Wir verlieren Kühlmittel aus dem Primärtank. Du willst wohl, dass ich mich darum kümmere? Ah, für den Moment geht es zwar, aber wir sollten uns besser an der Serviceplattform im Rocco-System reparieren lassen. Wird Onkel Anton auch dort sein? Er wird dir vorwerfen, habe ich dir nicht immer gesagt, dass du dich nicht mit den Rebellen einlassen sollst? Nun ja, ich sollte mich lieber damit abfinden, bevor ich versuche, in unserem Zustand den gesamten Heimweg zu fliegen. Wie du meinst. Ich rufe die Twin Sun Service Plattform. Hier spricht Thomas Azamin, Kommandant des korellianischen Transporters Otana. Können Sie einige Reparaturen an unserem Schiff durchführen? Thomas, was ist passiert? Sieht aus, als hättest du einen Kampf hinter dir. Du hast es doch nicht wirklich geschafft, mit den Rebellen Kontakt aufzunehmen, oder? Alles war bestens, bis eine Flotte des Imperiums auftauchte. Wie lange wird es ungefähr dauern, meinen Primärtank zu reparieren? Da müsste ich ein paar Schiffe warten lassen und das wird kosten. Du hast es doch nicht eilig, oder? Nun, ja. Lass mich raten, ihr werdet verfolgt, oder? Zum Teufel mit deinem Idealismus! Ich habe dir ja gesagt, dass das passieren wird. Als ob wir nicht schon genug unter dem Imperium leiden müssten. Anton, ich habe Vorkehrungen getroffen und bin sicher, dass wir nicht identifiziert wurden. Schau, je schneller ich hier wieder verschwinde, umso besser ist es für uns alle. Keine Chance. Dieser Banta-Abschaum und du, ihr wisst es doch. In eurem Zustand könnt ihr es locker bis nach Hause schaffen. Ihr solltet abhauen, bevor ich euch melden muss. Warum du... Willst du mir wirklich nicht helfen? Da hast du verdammt recht. Wir dürfen uns bei dieser Rebellion nicht einmischen. Wir haben sehr hart gearbeitet und viel zu verlieren. Vielleicht kommst du jetzt endlich zur Vernunft. Wir reden, wenn du wieder zu Hause bist. Twin Sun Plattform Ende. Fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord. Ich habe Ihnen eine tolle Neuigkeiten. Es sieht so aus, als ob uns Ihr Vater endlich die Gelegenheit gibt, mit ihm zu fliegen. Aaron wird uns testen, also lassen Sie uns die Gelegenheit ausnutzen. Ich habe hier unsere Anweisungen. Sie müssen nur auf meinen Holoprojektor klicken, um sie zu sehen. So, und damit Servus und herzlich willkommen zur ersten Episode von X-Wing Alliance. Ich begrüße euch sehr herzlich zu meinem neuesten und auch allerletzten X-Wing Let's Play, zumindest für die nächste Zeit. Denn X-Wing-Spiele sind zumindest in dieser Art und in dieser Qualität und vor allen Dingen im erweiterten Universum nicht mehr entstanden. Das ist tatsächlich das letzte leider. Diese neueren Sachen, also dieses Rogue One oder Rogue, hat mich spontan ein bisschen interessiert, nachdem ich aber ein bisschen was dazu gelesen hatte
unter anderem zur Story, muss ich ganz ehrlich sagen, das hier scheint wohl das letzte Spiel zu sein, das noch in irgendeiner Form was mit X-Wing zu tun hat. Und das allerletzte, das anscheinend auch noch irgendwas mit Star Wars zu tun hat. Mit diesem Let's Play beende ich dann auch erstmal die gesamte Let's Play-Reihe, was das Thema Star Wars angeht. Ich meine, wir haben jetzt im Augenblick Januar 2021. Ich habe jetzt seit mehr als einem Jahr hauptsächlich Star Wars Spiele gespielt. Ich habe eigentlich noch ein paar ganz andere Sachen vorgehabt und irgendwie auch auf der Latte, und die werde ich auch mit Sicherheit durchführen. Und das möchte ich natürlich auch auf jeden Fall entsprechend machen. Was wir hier so ein bisschen neu lernen müssen, ist, hier funktionieren manche der Mechanismen ein bisschen anders. Also einige der Spielmechanismen, die man aus X-Wing, TIE Fighter und X-Wing vs. TIE Fighter kennengelernt hat, zum Beispiel, dass Hyperraumsprung automatisch Verlassen der Mission bedeutet, das ist hier ein bisschen anders. Hier springt man häufig durch den Hyperraum erstmal ans eigentliche Ziel. Es gibt hier im Gegensatz zu X-Wing vs. TIE Fighter wieder eine vernünftige, auch tatsächlich mit ein bisschen Background ausgestattete, sehr coole Story. Also ich persönlich finde sie nicht schlecht. Die werden wir auch verfolgen, aber nicht heute. Diese allererste Mission oder diese allererste Episode soll jetzt erstmal für euch auch so der Einstieg sein. Genauso wie für mich. Wir werden jetzt ein bisschen im Kampfsimulator herumspielen, sonst nicht viel machen. Ich möchte hier nämlich ganz gern ein paar Sachen ausprobieren und mich sozusagen wieder fit machen für das Spiel. Im Gegensatz zu den vorherigen Let's Plays, was also X-Wing, TIE Fighter und so weiter angeht, werde ich jetzt hier nicht sämtliche Einzelspieler Trainingsmissionen durchzocken mit euch, sondern maximal 2 oder 3 Episoden machen. An mehr habe ich eigentlich kein Interesse. Von mir aus das. Okay. Ich habe tatsächlich ein bisschen vergessen, wie man das Ding eigentlich steuert. Hier kann ich erstmal mir das Schiff aussuchen. Genau, hier kann man ein bisschen mehr Schiffe fliegen, als man dann später eigentlich fliegen kann. Das ist insofern ganz witzig. Die Firespray, ja, ist zwar ganz nett, aber ich glaube, unter den Umständen... nehme ich mal einen X-Wing. Okay. Ist jetzt einfach mal ein beliebiges Hau-drauf-Manöver. Erstmal nur so ein bisschen zum Finger aufwärmen. Wie war das gleich nochmal? Joystick hoch, Joystick runter. Feuerknopf links, Feuerknopf rechts. Ein paar der Tastaturbelegungen haben sich eben lästigerweise geändert. Deswegen werde ich mir, das habe ich jetzt vorbereitet, ich habe es allerdings noch nicht fertig, ihr könnt es natürlich nicht sehen. Denk daran, ich habe mir die Referenzkarte. Hey, 2, Gegner in Reichweite. Standardknöpfe funktionieren wenigstens noch ähnlich. Eines der wenigen Spiele, wo es sich kaum lohnt, auf kombinierte Kanonen zu setzen. Schnell, hier spricht ein. Mein Schiff wurde schwer beschädigt. Wieder ein Strich mehr auf meinem Schiff. Juhu!
Genau, hier gibt es jetzt auch endlich die Z-Achse. Das macht durchaus aus. Oh. Macht doch ein bisschen Spaß. Ist halt, muss ich zugeben, sehr anders als die vorherigen Teile. Es geht schon damit los, dass mir das so ein bisschen die Zielvisier finde ich irgendwie so gut. Ich bringe sozusagen die grafische Darstellung mit den Distanzen nicht so automatisch in Verbindung. Dafür sind halt die Effekte genial. Ne? Wie gesagt, es ist eines der wenigen Spiele, wo es tatsächlich sinnvoller ist. Man ballert also im Feuermodus. Man trifft öfter. Das ist erstaunlich. Aber es ist tatsächlich so. Es geht mir nur in diesem Spiel so. Hier, wir sind schon weg. Ja! Da haben wir ja noch. Nein! Na! Das macht halt dann irgendwie doch immer noch am meisten Spaß, Zeit zu zerblasen. Das tut mir ja auch richtig leid. Für alle, die lieber das Imperium spielen, es geht mir so ähnlich, aber. Hier spricht 3, gib mir Deckung, wenn du kannst. In mancherlei Hinsicht ist dieses Zerblasen von TIE-Jägern einfach zu schön. So, 14 Abschüsse. Ist doch mal. Naja. Ganz nett. Aber mehr als die Hälfte der ganzen Truppe. Mal angenommen, ich hätte ganz gerne eine andere Mission. So zum Beispiel, wir können also die Zahl der Mission ändern. Wir könnten in einem Minenfeld spielen. Das ist doch mal eine coole Idee. Aber exakt dann wäre es logisch und ehrlich gesagt auch fair, wenn wir dasselbe Schiff fliegen würden wie alle anderen. Das denn eigentlich? Irgendwie hängt die Musik im Hintergrund und fängt an wirklich zu nerven. Nehmen wir doch dieses Teil.
Freier Raum, Asteroidenfeld oder Minenfeld. Nehmen wir jetzt einfach mal freier Raum. Und los geht's. Jetzt sind es aber nicht zwei Vierer-Teams, die sich aufeinander stürzen, sondern vier Zweier-Teams, die das machen. E2, von 12 Uhr greifen Jäger an. Das macht die Sache vielleicht ein bisschen interessanter. Hier spricht eins. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Wow. Hier spricht drei. Ich werde beschossen. Manchmal bin ich über mich selbst erstaunt. Nimm das weiter so. Yeah. Genau. Kann er mich da so ein bisschen geschützt, damit ich sie arbeiten lassen? Hey, 2, du solltest die Jungs auf 6 Uhr lieber abschütteln. Hey, 2, du bist zu nah. Deren hast du uns aber ganz schön gezeigt. Also irgendwie ist die Musik gerade sehr... Wer will mehr? ...störend. Den habe ich eingeseift. Noch ein Imp weniger. Das ist ja furchtbar. Hey, 2, direkt einer im Nacken! Erwischt! Ups. Werden wir halt einfach mal ein bisschen langsamer. Hier spricht eins. Ich werde hier gerade zerlegt. Kann sie nicht halten. Genau, dann manövriere ich einfach kurz den Transporter in Reichweite. Hmm.
Na gut, das war's. 180, also deutlich schlechter als vorher. Ja, nur Platz 2. Zweimal gestorben, 9 Abschüsse. Team 4 mit 17 Abschüssen wesentlich besser. Allerdings Team 1, also mein Team mit in Summe 27 Abschüssen, doch am besten. Ja. Das ist zumindest so noch ganz lustig. So, jetzt spielen wir es noch einmal ganz kurz im Minenfeld. Und dann würde ich sagen, lassen wir es für die allererste Episode gut sein. Minen zu zerstören lohnt sich, glaube ich, nicht. Hey, 2, du solltest die Jungs auf 6 Uhr lieber abschütteln. Weil, soweit ich weiß, regenerieren die sich dann auch gleich wieder. Was ist denn da jetzt hier? Hier spricht ein. Ich könnte ein wenig Hilfe gebrauchen. Wenn das mit der Musik so bleibt, dann wird es ein bisschen grantig. Und dann ist halt wieder auf mein Gewehr rein. Also ich meine, da hilft ja nichts, ne? Mal Zeit. Sag mal. Jetzt ja. Hey, Hank! Du bist zu nah! Hier spricht 3, verstanden, Sir. Irgendwie hat man hier die Schildanzeige nicht so präzise im Blick wie sonst.
Also geht mir so. So, 345, das sieht zumindest mal nicht allzu übel aus. 10 Abschüsse. Naja, wieder mal der zweite Platz. Nun gut, so ist es halt. Tolle Neuigkeiten. Es sieht so aus, als ob uns Ihr Vater endlich die Gelegenheit gibt, mit ihm zu fliegen. Ja, das wissen wir bereits, aber das machen wir jetzt dann erst in der nächsten. Ausnutzen. Ich habe hier unsere Anweisungen. Sie müssen nur auf meinen Holoprojektor klicken, um sie zu sehen. So, das machen wir noch schnell. Willkommen bei Allianz.rap, dem größten Netzwerkservice der Galaxis. Zur Erzeugung von Problemen kontaktieren Sie vader@imperial.env. Mhm. Genau, Eamon und Aaron. So, dann bedanke ich mich sehr herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch nur das Beste. Ich hoffe, es war eine schöne erste halbe Stunde. Wir beginnen nächste Episode bereits mit der Story. Bis dahin macht es gut. Servus und auf Wiedersehen. Fantastisch aus. Und wenn ich es sagen darf, ich habe es noch nie in einem besseren Zustand gesehen. Ich kann es kaum erwarten, damit loszufliegen. Kommen Sie an Bord!